vor der Haustür landet, immer dann, immer dann, immer dann. Bonjour Kapell und willkommen zum Dropshipping-Video auf diesem Kanal. Ich habe es euch ja neulich angekündigt. Ich habe Kleinteile bestellt bei der Plattform AliExpress. AliExpress gehört zu Alibaba, welches eine Großhandelsplattform ist. Und bei AliExpress können eben Händler ihre Waren in Einzelhandelsmengen feilbieten. Es handelt sich hierbei zu wahrscheinlich 99,9999% um asiatische Hersteller oder Händler. Die Lieferzeit entspricht nicht ganz dem Namen AliExpress, denn es dauert immer ein paar Tage. Und heute gibt es eben diese paar Schnipsel, lauter kleine Unboxing-Videos, die aber immer taufrisch dann aufgenommen werden, wenn das Zeug bei mir ankommt. Los geht's mit dem ersten Paket, das jetzt aus Asien angekommen ist. Es hat diese typisch asiatische Anmutung und es hat exakt 15 Tage gedauert, bis das Paket aus bei mir eingetroffen ist. Niederaula. So, wieder mal Unboxing. Was kommt denn da raus? Kein 1.000-Euro-Schein drin, 500-Euro-Schein drin. So, weiter geht's. Zumindest ist es ansatzweise sicher verpackt. Oh lala. So, und da kommen Dinge zum Vorschein, die mir aufgrund der Bestellung, die ich getätigt habe, seltsam vorkommen. Nö, doch nicht. So, alles in Plastik und alles einzeln verpackt. Und hier haben wir das erste Teil, wie man unschwer erkennen kann, eine GoPro-Halterung. Lusch! Funktioniert super. Nicht. Wie man unschwer erkennen kann, eine GoPro-Halterung. Die ist hier verstellbar. Und kann, wie ich neulich erklärt habe, hier über dieses Loch auf die ehemalige Spiegelhalterung montiert werden. Ja. Teil Nummer 1, wie gesagt, ist hier verstellbar und wird aller Voraussicht nach auf der rechten Seite des Motorrads angebracht mit noch einem weiteren Teil. Wenn das soweit ist, zeige ich euch das. So, kommen wir zum zweiten Teil des heutigen Tages. Das ist im Prinzip genau das Gleiche, nur ist es nicht verstellbar vom Winkel her, sondern wie man sieht, hier ist auch wieder das Loch, das kommt auf den Spiegel und dann kann hier die GoPro draufgeschraubt werden. Hier unten kann man dann den Winkel des Teils verstellen mit einer ganz einfachen Schraube und kann dann hier oben die GoPro befestigen. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird das Ganze so montiert. Und dann kommt eben hier noch eine weitere Halterung drauf, die es mir ermöglicht, zwei GoPros hier zu befestigen. So, das waren die ersten zwei Teile. Weiter geht's. Zeitsprung nur einen Tag später, nämlich 16 Tage nach der Bestellung, ist nun dieses Paket hier angekommen.
was auf der Rückseite deutlich mit chinesischen Schriftzeichen versehen ist und auf der Vorderseite als Absender auch irgendeine Adresse im vierten Stock vom Building A Nummer 42 zeigt. Es ist ein bisschen schwerer als das Paket gestern. Also gucken wir mal, was da drin ist. Boah, jede Menge Kleinteile. Und alle einzeln verpackt in diesen schicken, wie nennt man die? Wiederverschließbaren Tüten. So. Das ist jetzt eigentlich vollkommen unspektakulär, was heute hier geliefert wurde. Es sind nämlich diese sogenannten Pivo-Verlängerungen. Die bestehen aus drei Teilen. Nämlich erstens einer Schraube, kennt ihr. Zweitens aus einem Teil, das eine 90-Grad-Veränderung der Verlängerungsrichtung ermöglicht. Und aus einem etwas längeren Teil, das auch eine 90-Grad-Winkelung hat. Wie man unschwer erhören kann. Achtung! Nochmal, näher am Mikro. Aluminium. Das Ganze ist aus Metall gefertigt und passt somit natürlich auch haptisch und klanglich zu diesen Trägern, die gestern gekommen sind. Warum Aluminium? Ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich gesagt. Aber mit Schuld an dieser Aluminium-Arie, weil ich habe mir nämlich gleich mehrere dieser Halter bestellt, hat ein gewisser Hubi Wahn, der in einem seiner Videos mal erklärt hat, er hätte sämtliche Pivots, die er einsetzt, auf Aluminium umgestellt. Und ich habe irgendwie so die laienhafte Vorstellung, dass das Aluminium vielleicht etwas, starrer, steifer ist als der asiatische Kunststoff, der normalerweise verwendet wird. Und ich so vielleicht eine 0,01%ige bessere Vibrationsverhinderung erreichen könnte. Auf jeden Fall habe ich jetzt genug Zeug, um vielleicht auch mal Teile der Helmhalterung auszuwechseln. Denn gegenüber dem Kunststoffteilen, die ich ja auch schon zur Genüge verwendet habe, hat das Aluminium zumindest augenscheinlich den Vorteil, dass es nicht so schnell reißt wie so manche Kunststoffhalterungen. Mal schauen, was als nächstes kommt. So, 17 Tage sind vergangen. Ihr merkt, es geht Schlag auf Schlag. Und die dritte Lieferung ist eingetroffen. Heute mal zur Abwechslung in einer schwarzen Verpackung. Und ist gekommen aus Qingshui Road, Changcheng District und so weiter. So. In Summe sind es übrigens 4 Lieferungen. Das heißt, das ist jetzt die vorletzte. Mal gespannt, wie lange es dauert, bis die letzte Lieferung kommt. Und hier haben wir schon das, was ich vergangen mal erwähnt habe, nämlich den Doppelhalter für die GoPro. Das zeige ich euch jetzt auch gleich. So sieht das Ding aus. Und das soll diesen in dem Video damals beschriebenen Effekt mit der gleichzeitigen Aufnahme nach vorne und nach hinten sicherstellen. So, das bedarf noch etwas Feintuning. Ist jetzt mal egal, geht ja nur ums Prinzip. So, das kommt darin. So,
Sollte man natürlich auch in der Mitte reinstecken. Ist jetzt hier der erste Live-Test. Ja, es funktioniert ja super nicht. Ah ja, halt die Fresse. Ja, ist natürlich, wenn man dumm ist, ne? Wenn man schon dumm ist. Das wird dann eher alles geschnitten. Okay, ich habe das in der Zwischenzeit schon mal vorbereitet. Das Ganze sieht dann so aus. Wir haben hier diesen Halter, den ich euch das letzte Mal vorgestellt habe, oder vorhin. Und darauf sind diese beiden Kameras montiert, die eine nach vorne, die andere nach hinten gerichtet. Es kann unter Umständen sein, dass ich die hier noch auf den Kopf stelle. Aber da bin ich mir noch nicht so sicher, das muss ich halt ausprobieren. Also hier ist das gute Stück. So sieht es dann aus. Das heißt, es kann also losgehen. Ist recht schwer, aber ich fahre jetzt mal in den anerkannten Zubehörhandel mir noch ein paar Teile kaufen. Und jetzt fehlt nur noch ein Stück. So, nächster Zeitsprung. Fast 4 Wochen sind vergangen, um genau zu sein, 26 Tage, bis das letzte Paket angekommen ist. Ich hatte in der Zwischenzeit noch 2, 3 andere Dinge bestellt und die Tracking-Information der chinesischen Post lautete, das Paket ist noch unterwegs, deshalb habe ich es leider schon geöffnet und kann euch leider nicht das Öffnen des Päckchens zeigen. Aber wie Jean Pütz immer so schön sagt, ich habe da schon mal was vorbereitet, das hier ist es. Aber das Innenleben habe ich mir wenigstens noch aufgehoben, um es euch zu zeigen. Also den Akt des Öffnens. Und das hier ist das letzte Teil in der Reihe der Ferner Osten-Bestellungen. Ein sogenannter 360-Degree GoPro Swivel Mount. Wie man hören kann, ein Teil, das mit verschiedenen Rastpunkten es ermöglicht, die GoPro 360 Grad rundherum zu drehen. Ich hatte schon mal so ein ähnliches Teil als Facecam-Halter. Das habe ich aber etwas rabiat behandelt, weshalb das Ding wackelt und schlackert wie ein Lämmerschwanz. So die Bemerkung eines Zuschauers. Gut. Es hat also in Summe fast 4 Wochen gedauert, bis alle Teile da waren. Fazit 1, wenn man da was bestellt, dann vielleicht am besten im Winter, weil es dauert dann doch ein bisschen länger. Normalerweise, wenn ich Dinge bestelle, sind die innerhalb von 2, 3, 4 Tagen maximal hier im Haus und man kann sie verwenden. Ich habe jetzt die ganze Zeit die Dinger hier rumliegen gehabt und konnte eigentlich nichts damit anfangen, außer so 2, 3 Kleinigkeiten vorbereiten. Vermutlich werde ich dann am Samstag mal die Anbauten ausprobieren. So, kommen wir zu einem Fazit Nummer 2. Und zwar geht es jetzt mal knallhart um die Preise. Habe ich mir hier notiert. Ach so, genau. Also, dieses Teil hat gekostet 3,64 €. Mittlerweile gibt es übrigens alle Teile auch bei Amazon zu bestellen, wobei die da teilweise auch aus Asien versendet werden und annähernd ähnliche Lieferzeiten haben. Also 3,64 € bei Amazon würde dieses Teil, Hashtag Stand jetzt, 5,59 € kosten. Ist jetzt nicht viel. Gut. So, dann hatte ich ja 6 dieser Pivo, dieser Aluminium-Pivots bestellt. Da kostet ein Teil 2,03 €. Jetzt habe ich hier die Einzelpreise nicht notiert. Also ich habe für die 6 Teile 18,38 € bezahlt und ich hätte bei Amazon 71 € dafür bezahlen müssen.
Und das ist schon mal ein gewaltiger Unterschied. So, dann kommen wir zu diesem Doppelteil hier. Das habe ich euch ja schon gezeigt. Das ist einmal der Träger hier unten, der in diesem Falle tatsächlich 7,11 Euro gekostet hat. Bei Amazon hätte er 14,39 Euro gekostet. Und dieses Querträgerteil hier hat 3,14 Euro gekostet. Bei Amazon hätte es 7,75 Euro gekostet. So, und als letztes Teil in der Reihe haben wir das hier noch. Und das hat gekostet 4,68 Euro statt 8,18 Euro bei Amazon. Ich werde euch die Produkte dann auch unten verlinken. Falls jemand Lust und Laune hat, kann er sie natürlich bei Amazon kaufen und sie ein paar Tage später unter Umständen bei sich im Briefkasten haben. Oder ihr wollt es für die Saison einsetzen und bestellt es jetzt im fernen Osten, weil ihr habt ja zum Motorradfahren wahrscheinlich noch Zeit. Die Summe von meinem Zettel. Ich habe also für die gesamte Lieferung in Summe 44,07 Euro gezahlt. Bei Amazon hätte ich 107,85 Euro bezahlt. Das ist ein Unterschied von über 60 Euro. Das ist bei 6, 7, 8, 9, 10, bei 10 Teilen immerhin knapp 6 Euro pro Stück, die man da eingespart hat. Wenn man jetzt nur ein einzelnes Ding bestellt, macht das der Bock nicht fett, wie man so schön bei uns sagt. Aber bei so einer Sammlung macht es dann vielleicht doch Sinn. Vom Finanziellen her. Ob es natürlich global und Umwelt unter Umweltaspekten Sinn macht, das tut hier nichts zur Sache. Es ging mir hier nur mal um das Experiment, was passiert denn, wenn man bei AliExpress was bestellt? Taugt das Zeug was? Man kann das jetzt sicherlich nicht mit Elektronikartikeln vergleichen. Ihr wisst, dort werden auch Drohnen, die angeblich viel mehr können als eine DJI, zum Zehntel des Preises angeboten. Die Qualität dieser Dinge ist zu bezweifeln. Ich habe das ja bei meiner allerersten Actioncam gemerkt, die irgendwas um die 20 Euro gekostet hat und eine beschissene Qualität geliefert hat. In diesem Sinne, ich hoffe, es war interessant. Wir sehen uns.